So, ein klein wenig Gartenarbeit kann nicht schaden. Hier muss mal was eingekürzt werden. So, hier Gartenschere und noch ein paar kleine Schnitte. Und dann ist das schon mal fertig. Den Pfirsich hier auch ein bisschen in Form bringen. Muss noch ein bisschen was geschnippelt werden. Lecker. So, damit bin ich fertig und dann mache ich an einem anderen Tag mal weiter mit anderen Pflanzen. So, wieder mal ein bisschen Gartenarbeit hier. Der Vorsitzerstrauch war schon am Auseinanderfallen. Habe ich ihn hier mit einem Seil hier erstmal straff gespannt. Und dann wird das erstmal zurückgeschnitten. So, fast die Hälfte habe ich schon mal geschafft. Und dann mache ich morgen weiter. So, ausgeputzt. Hier muss auch was getan werden. Hier ist jetzt schon eine Verbesserung zu erkennen. Was ich mit der Spezie mache, weiß ich noch nicht. Jetzt geht es weiter mit den Hagebutten. Die kann ich leider so nicht lassen, auch wenn sie schön aussehen. So. Das kann ich ja dann mit der Zeit noch ein bisschen verändern. Jetzt ist erstmal hier der wilde Wein dran. So ist das schon besser. Hier ist leider immer noch Wein, Dschungel vom Feinsten. Und da werde ich jetzt auch was abschneiden. So, habe bei der Gelegenheit erstmal hier die Rosen ein bisschen verschnitten. Und jetzt mache ich mal hier noch diesen Gartenhibiskus. So, ich würde sagen, ich habe jetzt erstmal hier genug abgeschnitten. Und dann mache ich erstmal für heute Schluss. So, als nächstes werde ich heute mal versuchen, ob ich hier diesen Pflaumenbaum bewerkstelligt kriege. So, es ist jetzt hier einen Tag später. Ich habe gestern nicht weitergemacht. Und ob ich heute weitermache, weiß ich noch nicht. Aber gerade eben kamen auf der Straße erstmal 58 Motorräder vorbei. Das war so unnormal. So, der Teich hier ist endlich mal wieder klar. War so eine Schicht, hat sich abgesetzt. Wasserlilien sind abgestorben, aber hier bilden sie sich wieder neu. Und viele Mücken laufen drin. Sonst wahrscheinlich nichts. Aber den hier werde ich jetzt mal verschneiden. Oder schneiden, besser gesagt. So, fertig. Als nächstes mal das hier. Ja, also ich mache jetzt mal hier den Pflaumenbaum weiter. Und da hoffe ich doch, dass das jetzt nochmal was wird. So, ich bin vorhin wunderschön von der Leiter geflogen. Hier von der obersten Sprosse. Pff, Leiter ist umgeflogen. Naja, okay. Bin jetzt erstmal fertig. So, oben bleibt so. So, gut jetzt. Ich habe hier eine Paprikapflanze mit einer einzigen roten Paprika. Die werde ich jetzt ernten. Ich schneide sie mal ab. Okay, ich breche sie eher ab. So. Schön rot.